Na 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 na. Das ist der Hawaii-Toast. Toast Hawaii schmeckt allen gut. Was ist mit dir? Na 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 na. Der schmeckt wirklich klein und groß. Wichtig ist das Weißbrot. Die mag ich so. Na 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 na. Das ist der Hawaii-Toast. Da 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 da. Herzlich willkommen zurück zum Cooking Simulator, meine Damen und Herren. Tag 9. Wir haben einiges vor. Ja, ihr habt euch mal wieder ein bisschen Inspiration für eure eigene Küche gewünscht, ja? Und deswegen werden wir das heute Ganze mal einleiten. Und wir wollten mal wieder in den Karrieremodus reinschauen, weil das haben wir schon fucking lange nicht gemacht, sag ich jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist. Also da muss man jetzt auch mal einfach mal sehen, dass ich hier lange nicht da drin war. Also weiß zum Beispiel auch nicht mehr genau, warum jetzt hier dieser Herd kaputt ist, bin ich ehrlich. Scheiße, alles im Arsch. Dann in die Mikro. Pack doch rein. Er will nicht. In den Ofen vielleicht? Ja, und an. Man muss sich nur zu helfen wissen. Das funktioniert sogar. Ich bin so ein Genie. Müssen wir jetzt durch, ja? Ich habe jetzt noch 3 Minuten Zeit, um hier irgendwie vorzubereiten. Erstmal muss hier mal jemand das Licht anmachen. So. Ja, ich weiß gar nicht genau, Na, Schlaganfall. Was ist jetzt hier eigentlich passiert? Weil ich jetzt super lange nicht drin war. Ich guck mal in den Schleppi rein. Wie kann ich denn mein Restaurant reparieren? Alter. Kann ich hier nicht irgendwie auf Repair drücken? Ich brauche einen neuen Ofen. Oder einen neuen Herd. Auch. Hallo. Vielleicht kann ich jemanden anrufen. Ja, ja. Ich muss anrufen, ne? So war das. Ja. Ja. What? Das kostet 75 Cent. Also Kronen. Also Geld. Also ich kann den Reparaturservice wechseln. Alter, wow. Guck mal, da mache ich hier Repair, Alter. Die brauchen 90 Sekunden, aber sind billiger. Ja, gönn. Dann repairen wir das mal. Und wen rufe ich hier an? Auch Repair. Geil. Ich hoffe, die machen das auch heile. Die repairen das jetzt wirklich für mich. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja crazy. Dann weg mit dem Ding hier. Oh, so. Ey, das liegt hier auch alles jetzt schon monatelang rum. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das alles gut ist. Warte mal, ich habe doch irgendwo so einen Wischmopp mal gesehen. Kann ich den mal sauber machen? Hier, guck mal. So, gib mal her, das Gerät. Ja, so schlimm ist das jetzt auch nicht mit dem Dreck hier. So, das sieht auch nicht mehr ganz gesund aus, das Fette, ne? Hier ist auch an die ganze Zeit. Oh, das kostet alles Strom, ne? Das sieht ja schon wieder alles tippitoppi aus hier. Zack. Katsching. Und hier auch. Geil. So, das bedeutet, wir können jetzt hier wieder worky-worky machen, Alter. Wir haben unsere Pforten geöffnet. Die ersten Gäste sollten in Kürze eintreffen. Ja, 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 ja. Also heute machen wir mal wieder Schmackofazzi, ordentlich leckere Gerichte. Zack, da kommt die erste Bestellung rein. Gegrilltes Thunfischsteak. Lecker, Schmecker. Alter, kommt schon die nächste. Gebratenen Garnelen. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, was länger dauert. Jetzt habe ich 2 gleichzeitig. Jetzt komme ich direkt in den Stress rein. Nimm Thunfisch, 200 Gramm. Okay, gönn. Wo ist Thunfisch? Da ist Thunfisch. Sehr gut. Dann würzen mit Salz und Pfeffer. Voila. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist Pfeffer? 1, 2, 3, 4, 5. So, auf jede Seite 80 lang grillen. Grillen ist hier, ne? Hier ist Grillen. Ist das Grillen? Gönn grillen. So, okay, dann brauchen wir nur noch eine Zitrone. Banane, Zitrone, an der Ecke steht ein Mann. Banane, Zitrone, schau mal, was ne Kalle kann. Banane, Zitrone, ich krieg den gleichen Korb. So, vierteln. So, wo ist ein Pfannenwender? Den wenden wir gleich mal hier, den Pfannenwendler. Egal! Dann macht Zitrone drauf. Also mehr wollen die dann nicht, oder was? Das ist ja easy. Da muss ich eigentlich parallel schon arbeiten, ne? Was muss ich denn da machen mit den Garnelen? Butterschmalz 30 zu einer Pfanne hinzufügen. Butterschmalz. Wo ist denn hier Butterschmalz? Gönn Schmalz. Ich kann mir das auch aus dem Ohr pulen, aber ich weiß nicht, ob das so lecker ist. Wo ist hier Butterschmalz, Alter? Da ist Butterschmalz. Sehr gut. Kaufen. 30 Milliliter. Ah, Ja, okay. Gut, das ist hier gleich fertig, ne? Gut, dann schnell hier. Alter, man hat wirklich Stress. Also ich muss sagen, wir sind heute wirklich gut in der Zeit. Wir lassen uns hier heute auch nicht aus der Ruhe bringen. Zack. Und ab dafür. Geschmack ist kacke? Ich habe das doch richtig gegrillt, oder nicht? Oder war das nicht der Grill? Temperatur perfekt? Oregano? Fehlendes Produkt? Aber Geschmäcker. Hä? Geschmäcker perfekt. Da steht Geschmäcker perfekt. Hä? Da steht Geschmack perfekt. Ich krieg für Geschmack aber nur 2. 2 Sterne ist nicht 5. Und 5 wäre perfekt. Aber da steht perfekt. Cooking Simulator, ich will ein Statement in den Kommentaren. Da werde ich aber fuchsig jetzt langsam. Also langsam kriege ich ja Sonnenheiz. Bin ich ehrlich. So, wir müssen jetzt hier mal ranhalten. 2 Minuten 25 noch auf der Kachel da oben. Müssen wir jetzt hier mal. So. Oh, boah.
Was kommt dann als nächstes? Dann noch schwarz. Garnelen 120. Einmal die Garnelen 120 bitte in die Pfanne, bitte. Garnelen 120. Wir sind ja Fuchs. Wir sind ja Füchse. Zack, zack, zack. 5, 6. Gut. Rauf auf den Herd oder was? Sehr gut. Das Brät. Warum liegt denn hier eigentlich noch ein Fisch? Wie lange liegt die Forelle denn hier schon rum? So, dann hier hin. Ja. Wir nehmen mal eben. Machen das so. Ah, na, na, na. So, so. So, Alter, wir sind einfach ein Profi mittlerweile. Guck mal, wie schön die schon sind. Wir lassen ihn nochmal kurz. Garnieren mit Petersilie, frisch. 6 Grams. Okay. Voila. So, und jetzt nehmen wir noch Petersilie, frisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viel Zeit? 7 Sekunden. Ah! Wir sind einfach ein guter Koch. Oder was? Geschmäcker wieder perfekt. Falsche Menge an Produkt. Guck mal, das ist so ein Zipfel von einem Stern. Der hat eigentlich gesagt, schmeckt nice, aber oh, das eine Petersilienblatt, das hat mir jetzt noch gefehlt. Also, oh, weiß ich nicht. Arschloch, ey. Jetzt hier, gebackene Forelle, haben wir schon 30 Mal gemacht, hier der Scheiß. Wie geht das nochmal? Forelle 200 Gramm. Erstmal gönnen. Warte mal, hier liegt noch eine. Wir sparen. Das ist eine 2 Monate alte Forelle, die hier auf der Platte liegt. Die muss noch gut sein. Backblech legen, 90 Sekunden backen. Alla. So, wo habe ich denn hier mal Backbleche? Ist das ein Backblech oder ist das eine Tür? Hallo? Backblech? Hey, ach da! Ja, ja, ja. Guck mal, mach mal rauf hier den Lachs. Und dann rein die Forelle in den Ofen. Mittlere Schiene und rein damit. Und wieder eine Zitrone. Die wollen immer eine Zitrone. Ist das hier der Zitronenladen oder was? Mann, jetzt hab ich die wieder weggeschmissen. Oh, jetzt liegt die hier mitten im Gemüse, du. Ja, schneiden wir auch noch. Wir machen das. Ja, Leute würden jetzt sagen, es geht besser, aber ganz ehrlich. Ich hab doch gar keine Ahnung. So, nehmen wir hier wieder so einen Basic-Teller. So, und dann? Ja, irgendwann musste das ja passieren. Dann nehmen wir mal hier so einen Basic-Teller. Der steht ja gut. Sehr gut. Ja. Und dann sind wir, dann haben wir, wir können ja richtig chillen. So, Meerrettich müssen wir uns, oh, Meerrettich müssen wir uns noch besorgen. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, ich wusste doch, der Meerrettich, der ist noch da. Siehst du? Ja, in unserer Küche herrscht Ordnung. Ich weiß gar nicht, was ihr mal habt. Nur weil das hier ab und zu mal Peng macht, ganz ehrlich. Was ist eigentlich, wenn ich mein Sternchen hier in die Mikrowelle tue? Okay, gar nichts. Ja, gut. Der Lachs ist im Ofen. Das findet der Kalle gut. Ist zwar eine Forelle, doch ich ziehe hier meinen Hut. Ist mir scheißegal. Gib mir mein Geld. Gut, das sitzt auf wieder eins. Gib mal her, jetzt den Lachs hier. Mann, ist es immer noch eine Forelle? So. Da kommt eine neue Bestellung rein. Mann, immer der gleiche Bums hier. Und dann wollten die noch. Was wollten die noch? Petersilie. 1, 2, 3, 4. Ach so, zu viel! Ach so, ich habe zu viele Blätter. Ein Ding ist zwei. Oh! Ich habe zu viel drauf gemacht, auch eben schon. Ja, dann sagt mir das doch mal einer. Gib ab den Lachs hier jetzt. Weg damit. Gut. Unwanted. Ach, auf dem Lachs war noch was drauf. Aber ganz ehrlich, der hat dafür 40 Flocken gezahlt. Das Ding liegt da 2 Monaten auf der Ablage. Ist mir egal, solange der nicht die Keckerei kriegt und mich verklagt, ist mir das... Ist mir das wirklich Lachs? Alter. Oh. Jetzt muss ich mich entscheiden. Steak mit Pommes frites oder Lachssteak mit Da habe ich wirklich ein Déjà-vu. So, wir nehmen jetzt erstmal ein Steak. So. Was machen wir dann? Salz und Pfeffer drauf. Und dann müssen wir das Ding braten, ne? Wo ist denn das Salz? Da ist es doch. Gut. Shit. Ja, gut. Das verkocht sich. Kartoffeln in Stücke schneiden. Die schmeißen wir da hinten in den Pott. So, wie viele Kartoffeln? 300 Grams. 2 Stück. Gut. Die muss da rein. Und die muss da auch rein. Dann packen wir den drunter. Und dann gönn. Ja, so sehen Pommes aus. Die Pommes, die kommen jetzt hier rein. Ja, das sieht doch astrein aus. So kann man das auch frittieren, oder nicht? Schmeiß mal an die Kiste da. So. Ah, die sind noch nicht gesalzen. Gib mal wieder. Oh, ne. Gib mal wieder her. Die sind noch nicht gesalzen. Mann, 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 Mann. Wie viel Salz muss da rein? 6 Gramm. Gut. Perfekt, amor. Das ist jetzt blöd. Eieiei. Gut. So, dann brutzelt sich da jetzt einen ab. Dann können wir das jetzt hier braten. Können wir das da eigentlich so drauflegen? Yo! Ich spare mir einfach die Pfanne. Wisst ihr, was man da an Ressourcen spart? Da kommt das gleich rauf. So, dann können wir hier schon mal das nächste Gerät machen. Lachsfilet. So, wie geht's den Pommes? Oh! Die sind schon dunkel. Aber das ist advanced. Kann mir keiner was erzählen. Wir brauchen schon so ein Sieb. Geil. Lachsteak muss gedreht werden. Ah, wir brauchen wieder einen Topf mit Wasser und so, ne? Zieh mal hierher den Hektoliter. Alter, ist das akkurat! Ruder! Und wie viel Kartoffeln? 300 Gramm. Also 2. Ah!
Nein, ich habe alles weggekippt, Mann. Scheiße in meinen Arsch. Oh, jetzt habe ich hier aber Zeitdruck, du. Schnell nochmal. Ja, ja, ja. Oh, nee. Lachsfilet drehen. Steak drehen. Alles scheiße. Jetzt wird's wieder kompliziert. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, wallah. Kartoffeln sind heiß. Alles heiß. Koch schneller. Überstunden. Scheiße. Oh, ich kann das ja anfassen. Ich bin krass. Oh, geil. Das stimmt, das haben wir ja geskillt extra. Ehre. Den Lachs auf den falschen Teller. Falscher Teller, falscher Teller. Mayday, Mayday, falscher Teller. Oh, jetzt kriege ich aber Stress. Nein! Nein, der andere ist auch kaputt. Scheiße. Ich habe Double Damage gemacht. Schneller, Pommes. Das sind zwar, die sehen nicht so aus wie Pommes, aber das sind Pommes. So, Steak rauf. Nein, falscher Teller wieder. Nein! Nein, 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 nein! Oh! Was für ein Rosmarin, 5 Stück hier. Schneller. Oh, schön. Schön. Und jetzt rauf. Scheiße, dann wenigstens das andere, Alter. So, abgegossen. Oh, shit, die bleibt einfach kleben. So, rauf da. Überstunden. Überstunden. Ja, 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 ja. Einfach rein, einfach rein, einfach rein, einfach rein. Ich weiß nicht, ob was auffällt. Ich habe mich wirklich angestrengt. Wir sind Sternekoch da hinten. Man sieht es ganz klein in der Ecke. Da steht mein Stern. Aber ich habe die Faxen, Dicke. Ich mache jetzt hier, ich zünde jetzt hier ordentlich. Jetzt wird gezündet. Jetzt wird gezündet, Alter. Jetzt mache ich hier richtig Feuer. So. Alles an. Alles an. Alles an. Husch. So. Habt ihr jetzt davon? Oh mein Gott! Warte, ich kann da noch einfach nicht mehr.